Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Darf ich kurz dein Auto haben? Das kannst du knickeris Knie! Bitte, jetzt habe ich schon meinen Rennanzug an. Ich bin Max Verstappen. Wehe, da ist ein Kratzer Gott, drin. Ach, Quatsch. Oh! Was war denn das jetzt? Falsches Pedal. Was? Wie? Falsches Pedal? Ich würde den jetzt aus meinem Auto rausholen, wenn mir jemand aus den Rückwärtsgang einlegt und mir dann erzählt, es war das falsche Pedal. So, ohne Kratzer. Oh, ich glaube, gleich gibt's eine Knie und jetzt fehlt bestimmt die Tür. Paschenheit, Max. Ach, mein Rudi, den hatte ich schon, aber nicht in der Fahrschule. Heute geht's auf die Autobahn. Okay, bin bereit. Oh, 120 nein. Auf der linken Spur drücken. Mit Max auf der Autobahn, das ist schlimm. Auf die Tube. Sollst Gas geben, nicht hupen. Genau. Und bremst, da ist Stau. Voll knapp, ey. Wieso parkst du hier? Boah, ganz schön dicke, lange Bremsspur. Er hat ja definitiv recht. Boah. Oh, nimm am besten Feuchttücher. Mit denen geht's meistens weg. Nein, ich meine, erklär mir mal in der Zeit, was... Er nimmt aber alles wirklich. Was da drin ist. Ah, so, super small. Hat da etwa jemand einen kleinen... Was macht das denn im Verband? Okay, ist wichtig. Jetzt reicht's. Das verletzt meine Gefühle. Da war Lehrer rennt weg. Im Stau, auf der Autobahn. Normal. Spannern, sind wir bereit? Ey klar, halt machen wir locker. Euer locker oder Oma mein Elke. Locker? Wer letzter ist, massiert dem Gewinner die Füße. Los geht's! Junge! Tief nicht mein locker. So, jetzt muss ich erst einmal für kleine Roberts. Jetzt muss ich für kleine... Hey, oh, nett! Du Scheiße, du! Oh, Scheiße, woher hat denn der Fahrrad? Ich glaub's nicht, Max hat gegen die Oma gewonnen. So, Oma, jetzt wird massiert. Oh nein. Also, langsam kann ich's richtig. Wie die Socke noch weggeflogen ist. Gut, kannst du mir helfen? Ich muss morgen in Chemie ein Experiment präsentieren. Oh, ja, klar, gern. Nimm einfach eine Cola und werf ein paar Mentos drin. Das klingt aber ganz schön gefährlich. Nee, das ist super. Und schön von oben in die Flasche gucke. Das ist ungefährlich. Max, du bist dran. Liebe Klasse, ich stehe nicht nur vor euch, sondern auch auf die Blonde in der zweiten Reihe. Okay, wir fangen an. Ihr müsst ganz genau hinsehen. Max, ich habe mich... Was? ...in der EM-Kaderin geschrieben. Ich bin ab Freitag weg. Kannst du mich nicht mitnehmen? Nee, du machst immer nur Kacke. Und was hast denn du da überhaupt? Na, einen Pulli, den habe ich von einer Freundin bekommen. Der Wiener Geist, was? Zieh mal an das Ding. Cool, passt wie angegossen, oder? Auf jeden Fall, wow, ich glaube, er hat sie für seine Freundin bekommen. Und ich... Nee, die hat's für sich bestellt. Er denkt, er hat's bekommen, so passt's eher. Denn Art für Männer. Ich stehe aber auf Frauen. Oh Mann, ich kann dich eigentlich echt niederlehnen lassen. Heißt es, ich darf mit? Ja, mal gucken, vielleicht in den Keller oder du nervst einfach die Yogi. Und ja, ich fand's eilig, ich muss los. Wohin gehst du denn? Also zum Parkour-Training. Cool, können wir mitkommen? Ja, wenn's Sinn muss. So, jetzt zeigen wir, was wir drauf haben. Wow. Ja, als ob! Alter, geil, das mache ich auch! Ich hätte Angst, dass bei mir das Geländer weggebrochen wäre. Ich glaube, die Idee ist nicht so gut. Hoffentlich schaffe ich das. Ich meine, ich habe zwar schon extrem abgenommen, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit Kraftsport mache, geht das Gewicht halt nicht weit runter. Also es geht schon stückweise runter, aber naja, ihr wisst, wie ich es meine, oder? Oder ich hatte mal einen Kumpel, den es so passiert ist. Wir sind über solche Stangen gesprungen. Ist schon lange her, das war bei einem unserer ersten Videos damals mit. Wir haben so Martial Arts Videos gedreht. In einer Szene bin ich halt über so eine Stange gesprungen. Und er wollte das unbedingt auch machen. Also ich stütze, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich stütze mich da mit einer Hand ab und mache dann eine Drehung drüber. Auf jeden Fall wollte er das auch probieren. Und bleibt aber mit dem Fuß hängen und legt sich volles Rohr. Es war so geil. Ah, macht da wieder eine Tiefseetaure. Ich hab's gewusst. Das ist wieder lecker. Geilen Pommendöner. Bekomme ich auch was? Was zur Hölle wär's auf Pommendöner? Eben, das ist ein Jumdöner. Jumdöner? Ihr verarsche mich doch. Wie nennst du das denn? Dönerbox. Na, wie auch immer. Ich geh mein Lochbrot essen. Was will er? Er meint einen Donut. Jetzt reicht's. Das ist ja auch geil. Ein Donut ist ein Lochbrot. Oh, er hat doch ja nichts gemacht. Machen wir auf den Spielplatz. Genau. Oh. Hast du mal eine Schwinger? Hey, darf ich auch mal? Klar, mach dich weg und das klatscht, aber kein Beifall. Ey. War gerade auf dem Max mit Sand beworfen. Oh, Junge. Ja, ist klar. Na, ey, wie viele Kilometer muss die rennen bis zu ihrem Sohn, Alter? Scheiße. Ganz, das machst du nicht nochmal. Oh. Sag mal, geht's noch? Alter, Schniss.
Genau, Junge, beste Mutter der Welt, Alter. Ach, und der Schub kommt. Hä? Hat die hat den Eistee in der Hand gehabt oder was? Warte mal. Hä? Jetzt ist also aber mal, jetzt. Jetzt noch? Ah ja. So, ich dachte, ihr Schuh kommt zurück. Nein, der Eistee fliegt zu ihr. Ach, Rati. Falls Sie mit einem Mitarbeiter verbunden werden möchten, drücken Sie die 0. Scheiße, jetzt ist der Max nicht da. Wenn, ne, drücke ich dann jetzt. Mama, könnte ich mir dein Auto ausleihen? Von mir aus. Oh, die haben aber frech jetzt. Dann habe ich auch lange gebraucht zu checken. Wie, die Karre ist mit blitzeblank geputzt. Von Reaktionszeit eine Woche. Hinten wie aus ist, sonst gibt es einen frontaler Sidekick von hinten. Ach Quatsch, ich passe auf. Frontaler Sidekick von hinten. Aua, aua, aua. Hä, vor allem frontaler Sidekick von hinten? Das kann nicht wahr sein. Wie sieht denn meine Karre aus? Das ist ja unfassbar. Oh. Kann ich heute endlich zum KSK? Heute der letzte Test. Wer ein Gorilla fängt, darf zum KSK. Wow. Gorilla? Ein Gorilla. War ja meine Fahrradprüfung schwerer. Sucht euch einen Spot. 18 Stunden Zeit. Los geht's. Hoffentlich gewinne ich. Erstmal ein Snack. Ja, ihr frisst Schokobons. Ich lock ihn einfach her. Oh, help me. I'm stuck. Könnte ich einfach einer dahin kacken und dann kommt der an? Reicht das nicht? Na gut, Gebär. Da ist er. Das ist doch Yeti, Alter. Ja, genau. Wieso liegt da ein Ball im Wald, Alter? Jo, sie ist einfach Conan. Conan? Einfach mit dem Ball abgeschossen. Ich habe gewonnen, aber ich muss jetzt echt zum Tupperabend. Wenn du Bock hast, ich zeig dir mal meine Tupper-Sammlung. Mein Sohn hat den Tankstell vergessen. Könntest du ihn suchen? Wieso ist man stolz auf eine Tupper-Sammlung? Ich wollte gerade eigentlich Donuts essen. Aber okay, ich suche ihn. Ey, du bist doch der Max, oder? Mit fremden Männern spreche ich nicht. Na, deine Mama Heidrun schickt mich. Die heißt Tanja. Ach so, sorry. War die Autokorrektur. Der Stecker. Das wär's ja noch, Alter. In normalen Sprechen mischt sich Autokorrektur ein und ändert wie bei Tourette einfach dein Wort. Bestimmt mit Oma unter einer Decke. Kommst du mit? Na gut, Tourette ändert ja nicht deine Wörter, aber ihr wisst, was ich meine. Denk ich mal. Alter, geil, voll ausgenockt. Mit mir nicht. Der entführt jetzt nicht etwa den Bullen. Täter ist flüchtig. Sag mal, wo soll's denn so früh hingehen? Eine Freundin schneidet mir die Haare, aber... Wieso schneidet man nicht Spot 2 mit rein in sowas? Nur die Spitzen. Ich sag's dir, wenn's scheiße aussieht, bleibst du die nächsten 5 Wochen in der Wohnung und eine Schlappe gibt's auch noch. Schlappe gibt's auch noch. Hallo, kommen Sie rein. Gehen wir's an. Oha. Und, was sagst du? Nur die Spitze also. Deine Sachen sind gepackt, so einer will ich schon nicht haben. Und eine Schlappe gibt's auch noch. Oh nein! In circa 2 Stunden kommen wir mal in Amsterdam an. Junge, sag mal, was ist denn da drin? Lass dir am besten zu, das ist ein ganz besonderer Kau... Oh! Mist, Grenzkontrolle. Max, verhalte dich normal. Guten Abend, allgemeine Verkehrskontrolle. Was ist denn mit dem... Ey, der ist nicht mehr normal. Wie soll der sich normal verhalten? Beifahrer los. Als Kind ist der Wickeltisch auf ihn gefallen, aber sonst funktioniert... Oh, der Wickeltisch ist auf ihn gefallen. Also das hat noch keiner hingekriegt, dass er von Wickeltisch fällt, okay. Aber dass der Wickeltisch auf ihn fällt, das ist ein ganz besonderes Phänomen. Ja, da ganz gut. Aussteigen, beide. Wolltest du hier Kaugummi? Na, da sag ich nicht nein. Oh, oh. Max, los ins Auto. Das braucht diese Pillen, Alter. Hey, gib mir noch einen. Komm, wenn es hier vorbei. Genau. Beste Reaktion. Gut, Marc, für dich gilt dasselbe. Wobei, bei dir schadet's. Mama hat Pausenaussicht. Na jetzt klatschen, aber ne fliegen. Jetzt renn weiter. Der Max hat mir Sand ins Gesicht geworfen. Heul nicht rum, das war kostenloses Gesichtspeeling. Ich werd auch... Also bei Matsch hätte ich das noch verstanden. Wahnsinnig, Max, komm da sofort runter. Nee, fang mich doch, du alter Koch. Jonas, Ball her. Oh, ja, das war gut. Immer Sanitäter ans Gerücht, direkt in die... Beste Pausenaufsicht ever, Alter. Wenn die Miss Finster ersetzen würde, dann, ey, dann hätten die keine Chance mehr. Klass. Ach, das war's schon. Ey, das war übelst episch. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.